Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu den Leuten, die sauber machen. Zu denen, die wischen. Wird auch nicht lustiger, der Witz. Wird aber auch nicht unlustiger. Wir wollten ja in Richtung Safe House, beziehungsweise uns wird angezeigt, die Notizen des Agents finden. Vorher wollte ich unbedingt nochmal hier reinschauen. Okay, das ist ein Gewehr. Gewehr, Gewehr. Okay, das macht halt deutlich mehr Schaden, ne? Das ist halt schon wirklich fast eine Sniper. Aber cool. Nutzen wir die mal eine Weile. Mir wurde auch gesagt, ich soll in den Straßen schön mal an den Rändern gucken, da sind ein Haufen Kisten. Ist natürlich immer, finde ich zumindest, schwierig, in einem LP wirklich alles sich anzugucken. Oh, hier ist wieder eine Propagandasendung. Das ist die scheiß Propagandasendung, die wir letztes Mal schon hatten. Geschütz habe ich super gut hingestellt. Also es war wirklich ein Geniestreich mit dem Geschütz. No fucking way. Das war jetzt einfach just for fun. Das ist natürlich hardcore geil gemacht. So, wir wissen ja, was passiert, wenn wir jetzt dieses Teil da anschalten. Dann geht hier überall die Scheiße los. Wir sind alles im. Sie schleichen sich an! Ja, lass sie doch! Umso länger das dauert, bis der hier ist, Alter, umso besser. Vorgang angehalten. Vorgang fortgesetzt. Manuelle Kontrolle erforderlich. Mann. Zugangsschlüssel benutzen? Was denn für ein Zugangsschlüssel? Wahrscheinlich müssen wir die Typen dafür killen. Zugangsschlüssel entdeckt. Shit, ich wusste es. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt.
So. Okay, jetzt aber. Vorgang fortgesetzt. Bisschen Verwirrung auf morgen. Krasse ist halt, dass die alle da draußen gegen unsere Verbündeten kämpfen. Easy, geht doch. Alle erledigt. Ja, Mann. So geht's aus, wenn ihr zusammenarbeitet. Danke auf jeden Fall für die Hilfe, Jungs. Für uns geht's jetzt weiter Richtung Safe House. Stranges Geräusch. Muss aber sagen, unsere neue Waffe, die wir hier haben, gefällt mir schon sehr gut. Gibt bestimmt noch geilere Waffen. Aber fürs Erste finde ich die mal ziemlich genial. Wir müssen auch mal gucken, wegen den ganzen... Ja, zusetzen ist ja wahrscheinlich wieder so, dass man sich hier alles Mögliche reinpfeifen kann, um gegen entsprechende Gegner besser gewappnet zu sein. Also ich muss sagen, momentan flutscht es richtig bei uns. Bin aber mal gespannt, wie sich das Ganze hier aufbauen wird. Also auch wie es mit den ganzen Missionen, die wir noch haben und auch ein bisschen die Story, wenn überhaupt vorhanden, bin ich mal gespannt, wie sie die ausschmücken werden. Aber wir wissen ja schon aus dem ersten Teil, dass also Story ist vorhanden. Das war's. Aber muss ich ehrlich sagen, bei einem Spiel wie diesem, da bin ich auch vollkommen einverstanden damit. Sag mal, ist das derselbe Hinterhof, in den wir schon mal gegangen sind? Den Durchgang hatten wir auf jeden Fall schon mal. Komm. Stirb du doch! Zugangsschlüssel entdeckt.
Eine Aug, Alter. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Kleidungsbehälterschlüssel haben wir bekommen. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr tragen können. Noch nicht mal diese Medikamente? Die wiegen nicht viel. Das Gewicht ist nicht das Problem. Es ist einfach zu viel. Bist du sicher, dass wir das hier lassen sollen? Mir wäre es anders auch lieber, aber es sind nur Medikamente. So viele Asthmatiker gibt's eh nicht mehr. Moment, ich habe eine Idee. Ruf mal Jay her. Wozu? Ich wette, der kann die Kiste so präparieren, dass sie jeden in die Luft jagt, der versucht, sie aufzuheben. Oh, cool! Hey, Jay! Komm mal kurz hier rüber! Die sind alle völlig bekloppt, Alter. Okay, zumindest haben wir das eingenommen. Das sind dann wahrscheinlich auch immer die Gebiete, weil das ist jetzt so ein graues Gebiet, wo so eine Flasche angezeigt wird. Wahrscheinlich die Gebiete, wo dann die NPCs auch immer den Nachschub herholen. Talente Distanz, 15% optimale Reichweite. Ist halt präzise, ne? Macht aber ein bisschen weniger Schaden als die AKM. Bessere Rüstung. Jo. Bis jetzt muss ich sagen, haben wir... Also entweder habe ich nicht mitbekommen, dass wir so einen Behälter schon gefunden haben. Aber ich finde es halt krass, dass wenn man hier Schlüssel bekommt für so einen Behälter, heißt es, hier wird es Behälter geben, die du halt gar nicht aufbekommst. Es sei denn, du hast halt so einen Schlüssel, logischerweise, ne? Das ist ja ein völlig neuer Grind, Alter. Richter und Kaiser. Optionen anlegen. Okay. Dann frage ich mich aber, wie so eine Kiste aussehen könnte. So eine Klamottenkiste. Wie viel Zeug hier auf dem Boden liegt, ja? Ey. Wir sind ja mittlerweile... Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Wir sind ja mittlerweile mit den Games auch an dem Punkt angelangt, wo mein PC kaum noch hinterherkommt, um ehrlich zu sein. Ist mir selbst ein bisschen peinlich, aber ich muss gucken. Sie betreten einen sicheren Bereich. Boah, wie lange haben wir das schon nicht mehr gehört? Das ist der einzige Ort hier in der Gegend, den die Hyenas nicht angerührt haben. Gut für uns. Ich habe hier interessante Aufklärungsdaten. Okay, das ist PvP, das interessiert uns nicht. Da haben Sie alle Hände voll zu tun. Viel Glück. Shaytech-Behälter erkannt. Wow. Nachschub zu einem verbündeten Kontrollpunkt in Downtown East bringen. Aktivitäten in Downtown East abschließen. SHD-Technologiebehälter in Downtown East bergen.
Das ist eine ordentliche Ansage. So, und im Hintergrund läuft auch schön Musik. Da freut man sich immer drüber. So. Zumindest gibt es hier mal ein paar Blumen und so zu sehen. Dann sollten wir uns mal überlegen, was wir als nächstes machen. Wäre hier ein Kontrollpunkt in der Nähe? Machen wir den. Übereinstimmung gefunden. Gegenstand entdeckt. What? Kristallschädel? What? Zumindest bekommen wir halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen, wo ich nicht wirklich weiß, wofür ich das brauchen kann. Wie ein Seil und so. Irgendwie müssen wir das ja zu den Kontrollpunkten bringen können. Frage ist halt bloß, wie? Oh, das sind viele. In den Kommentaren stand ja auch, wie interessant es ist, zu sehen, wie wenig Gegner bei mir hier sind, im Gegensatz zu, wenn man das jetzt mit mehreren spielt. Holy fucking fuck Eddie. Kein Problem, Leute, kein Problem. Wir haben ja das Glück, dass einfach mal... Bei laufenden Einsätzen stehen Checkpoints zur Verfügung. Ja, aber das war kein laufender Einsatz. Ich sehe die Schuld auch nicht bei uns. Also ganz klar, ne? Sondern die Schuld ganz klar... liegt bei den Leuten, die ich ja eindeutig zur Hilfe gerufen habe, die aber nicht gekommen sind. Die haben Schuld. Die haben einfach zu lange gebraucht. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Danke für den Hinweis.
Komm schon. Zeig mir deine hässliche Fresse. Den haben wir gleich. Sich nähernde Feinde erkannt. Wir sollten uns das Geschütz holen. Ich höre nur Geschütz. Er hat's Geschütz. Geh ans Geschütz! Zum Nachschubraum freigeschaltet. Geht doch. Leute, geht doch. Der Typ hat nicht mal was gedroppt, Alter. Was ist er denn für ein Lowbird? Hier wird irgendwas angezeigt. Keine Ahnung, was das ist und wo es ist, aber ich will's haben. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ne. Tragbares Gerät erkannt. Das ist so geil, ja? Dass man hier so Schlösser aufschießen kann. SHD-Technologie. Und hier geht's in die Kanalisation. Alright, Leute. Alright. Und da gibt's eine Waffe. Eine Schrotflinte. Ups. Hab ich aus Versehen angelegt. War die Vorfreude so groß, dass ich es direkt angelegt habe? Das ist natürlich die Frage, ne? Da kommen einfach Erinnerungen hoch. Ihr wisst's ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's ne... Oh, Pumpgun!
Endlich sehen wir scheiße aus. Auch im ersten Teil gab es ja nur ein einziges Beanie, was halt nicht komplett scheiße aussah, ne? So, aber hier haben wir ja auch noch einen Vorratsraum. Da wollen wir dann natürlich mal gucken, weil die brauchen ja Vorräte, was wir denen an Vorräten wegnehmen können. Komm zu Papa. Richter und Kaiser. Nicht so geil. Keramik, was haben wir hier? Eine 586er Magnum, Alter. Magnum. Haben wir ein Holster, das legen wir direkt an. Und hier haben wir ein Gewehr. Müssen wir uns direkt mal angucken. Sieht aber nicht so aus, als ob das... Bei der Zweitwaffe gehe ich tatsächlich einfach nur auf den Schaden. Und dann muss man halt überlegen, alles klar. Dadurch, dass man ja jetzt hier das einfach so wechseln kann, on the fly quasi, macht es wahrscheinlich sogar Sinn, wenn wir halt eine Sniper und eine Schrotflinte. Ich glaube, das hatten wir aber im ersten Teil auch, ne, dass wir eine Sniper und eine Schrotflinte übrig hatten. Bin mir nicht mehr sicher. Bin nur nicht sicher, ob ich überhaupt die Uhr angemacht habe. Wenn nicht, dann geht die Folge viel zu lang. So, Kontrollpunkt Officer benötigt. Ah! Ah! Kannst du haben! Danke dafür, das wird helfen. Kein Problem, Mann. Kein Problem, Mann. Rechnung folgt. Alles klar, man kann also doch mit denen reden. Ich habe mich schon gewundert, ja, weil irgendwie davor beim anderen Kontrollpunkt, der Typ, der wollte ja nicht wirklich mit uns reden. Okay, ich dachte, da geht's vielleicht noch hoch. Oh shit. Wurden getroffen. Wo denn? Ich brauch mehr Munition. Los, ich geb Deckung. Von hier aus geht's. Ist einfach nur gut, dass hier kein Friendly Fire an ist, ansonsten wäre ich hier der Killer Nummer 1, ey. Darum sind wir ein Team. Deswegen heißt es auch eingestürzte Kräne. Ich frag mich halt, gegen was die hier kämpfen. Hier ist ja nirgendwo irgendwas. Leute. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht. Wo ist er? Da. Das seht ihr schon in der nächsten Folge von The Division. Bis dahin. Mach's gut. Bye, bye.